Hallo Freunde, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir uns tatsächlich nochmal zum zweiten Teil hier sehen. Aber ich habe wirklich sehr viele Nachrichten von euch bekommen. Auch Nachfragen, wie das Produkt denn so ist, was ich bestellt habe. Und deshalb mache ich ein kleines Video über die Qualität des Produktes. Und ich zeige es euch mal aus der Nähe und wie der Druck ist. Ja, viel Spaß dabei und wir sehen uns dann gleich nochmal. So, das war's. Kommen wir jetzt zum Endfazit. Also, der Druck perfekt. Ich hätte ihn mir wirklich schlimmer vorgestellt. Gerade auch für den Preis. Da war ich ein bisschen skeptisch. Habe ich aber gedacht, so von wegen, ja gut, okay, wir gucken mal. Und war doch in vielerlei Hinsicht positiv überrascht. Gerade was die Konturen anging, was die kleinen Feinheiten anging, die kamen sehr gut zur Geltung. Gerade bei so einem schweren Motiv hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet. Ja, der Druck hätte vielleicht meiner Meinung nach etwas dicker sein können. Aber gut, okay. Wie gesagt, für den Preis auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Der Pulli an sich von der Größenangabe super. Also hat genau gepasst mit dem, was angegeben war. Passt genau und fühlt sich sehr gut an. Na, toller Tragekomfort. Ja, was kann ich noch sagen? Also Bezahlung und Lieferung, alles ebenfalls top. Und nein, ich werde nicht von Shirtinator gesponsert oder sonst irgendwas, dass ich das sage, sondern das ist wirklich meine Meinung dazu. Und wer weiß, vielleicht sehen sie es ja und sagen dann, okay, wir machen ein Affiliate-Programm mit ihnen und schustern ihnen dann pro. Nein, natürlich nicht. Aber es ist es doch, also ob man das Ganze jetzt nutzt, um sich seine Alltagsmode oder sowas selber zu gestalten. Für den dauerhaften Gebrauch, das weiß ich nicht. Das wird sich dann zeigen, wenn ich es das erste Mal gewaschen habe. Aber ansonsten, so jetzt für Partys, für Ausflüge hier vom Verein aus oder für Junggesellenabschied oder etc., wo man mal halt so Sachen braucht, die schnell angefertigt sind, die preiswert oder erschwinglich sind, ist es auf jeden Fall eine tolle Sache, die sich lohnt und sollte man mal drüber nachdenken, das dann zu machen. Also warum nicht, nutzt es. Ja, ansonsten soll es das erstmal gewesen sein. Vielleicht noch als kleiner Nachtrag in eigener Sache, ohne jetzt ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Ich habe auch mal versucht, mich im T-Shirt-Designen zu versuchen. Und das Versuchen war jetzt, glaube ich, doppelt. Tut mir leid, ich kann es nicht rausschneiden, weil ich keine Ahnung habe, wie es geht. Aber ich lasse es einfach so. Von daher, ja, unten habe ich ein paar Links eingefügt von den Shops, die ich momentan online habe. Könnt euch da gerne mal umsehen. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen noch eine schöne Weihnachtsidee dabei. Oder wer weiß. Also, gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und vielleicht sieht man sich irgendwann wieder. Ne? Tschüss.